Der Tropensturm Danny wurde nun herabgestuft auf eine tropische Depression, somit hat er auch keinen Namen mehr. Er liegt jetzt mit seinem Low, man sieht auf der Grafik, ca. 150 Kilometer östlich der Outer Banks und zieht Richtung Nord-Nordosten. Es ist alles sehr unorganisiert, man sieht keinen Niederschlag. In seinem Zentrum ungefähr 60 km/h Windspitzen, wir haben hier vielleicht 30 maximal. Ein wunderschöner Beachtag. Die Wellen sind hier an der Küste etwa 3 Meter hoch, im Zentrum ca. 5 Meter, das 150 Kilometer, wie gesagt, außerhalb liegt. Dennoch sollte man diese Wellen nicht unterschätzen. Und zwar, man nennt es hier die Rip Currents. Das heißt, der Sog unter Wasser ist dermaßen stark, auch bei so einem kleinen System, dass es gestern hier schon 5 Tote gegeben hat. Es ist an Land der ganzen Beaches hier natürlich die rote Flagge aufgezogen. Wir haben es auch vorhin schon gesehen. No Swimming und auch das Surfen ist hier nicht gestartet. Man darf das Wasser eigentlich nicht betreten. Trotzdem machen es immer wieder hier Leute, auch Kinder. Ja, und somit sind gestern 5 Menschen hier an der Küste ums Leben gekommen. Dieser tropische Sturm bzw. tropische Depression zieht jetzt Richtung Nord-Nordost und wird sich demnächst auflösen. Es ist sehr unorganisiert, das Ding. So viel von hier, von Outer Banks in North Carolina.